shit. Wir haben eine Rebellion in Polen. Na, wie krass schnell die fliehen. Das ist ja abnormal. Was haben wir alles schon erreicht? Wir haben wieder eine Stadt, die zumindest mal momentan noch in Trümmer liegt. Oh, schön, klassische Musik, die beginnt. Wo wir gucken, ob wir alles... Army Camp, Governor können wir nicht reparieren. Ich glaube, wir haben... Na, zumindest für die Kanonenfabrik haben wir noch Geld. Damit herzlich willkommen zurück bei Empire 2. Total War, der Mod für Empire Total War. Wie weit wir schon gekommen sind. Königsberg, ich meine, wir haben Danzig, Dresden, Breslau und Warschau schon erobert. Die Armeen haben sich hier zurückgezogen. Eine etwas größere nach Lodz. Wir haben einmal Farmlands hier und wir haben noch eine Armee, die wir am letzten Mal auch zurückschlagen konnten. Und damit, ja, sind wir auf einem richtig guten Weg. Ja, 1696, ich muss mal auch dazu sagen, ich habe seit 2 Wochen nicht gespielt und danke an alle Leute, die Kommentare da gelassen haben für Tipps. Mich hat richtig gefreut, wie gut es auch angekommen ist hier. Denn ja, ich habe das schon lange nicht mehr gespielt, Empire Total War, und war noch ein bisschen auf Hilfe angewiesen, wo ich vor allen Dingen auch, klar, bei der Armeeführung, das ist auch ein bisschen so, da muss man einfach noch reinkommen. Mir war schon klar, dass einfach alle in einer riesigen Linie aufzustellen nicht unbedingt immer die beste Taktik ist. Eine zweite Sache war mit dem Handel, dass einerseits ganz schlau ist, wir haben ja ein paar Schiffe, wobei ich halt die Größen hier gekauft habe, Handelsschiffe zu bauen, den Heimathafen zu beschützen, und dass auch die Exporte, die man hat, oh, wie cool ist das denn, das sehe ich jetzt erst, eben auf die ganzen Handelspartner übertragen werden. Was ist denn das für ein Handel? Mit Savoy haben wir ein Handelsabkommen und wir können natürlich die Steuern nicht nur in den Städten hier einfach an- und ausmachen, sondern wir können über Government Policies hier auch die Steuern einstellen und so ganz viele Sachen. Also danke wirklich für alles, für die ganze Hilfe. Ich werde vielleicht noch ein paar Sachen vergessen haben, aber ich habe mir auf jeden Fall alles durchgelesen und auch geantwortet, reagiert auf die Sachen. Also Dankeschön dafür. Ey, wie cool es gerade ist. Wir haben ja auch Handelspartner wirklich in der ganzen Welt. Wenn wir jetzt mal ganz kurz auf Coast, auf Brasil, nee, da wollte ich gar nicht hin, ich wollte Ivory Coast. Ja, unsere Trade Route. Alter, Portugal macht 6.800 hier rüber. Wie ist es in den East Indies? Da sehen wir noch gar nichts. Madagaskar, ja gut, wird das gleiche sein. Mughal Empire 3.600, Brasilien sehen wir nicht. Nordamerika, gut, wir sehen halt nur mit den 13 Colonies. Die kriegen 1.800. Wir kriegen 400, also das ist schon geil. Ich bin so gespannt, wenn wir es erstmal Mal schaffen, weil das wäre echt ein Ziel für mich. Keine Ahnung, vielleicht eine Provinz in den Amerikas zu erobern oder in Indien. Wäre vielleicht ganz nice. Ich weiß gar nicht, ob man auch Vasallenstaaten, wie sagt man, sich holen kann, erstellen kann. So, wir haben hier jetzt ein, wir könnten jetzt weitergehen. Das Ding ist, Ungarn wird einfach erobert von Polen-Litauen. Wurde einfach mal erobert. Aber eigentlich ist mein Ziel, um da jetzt mal endlich mal auf den Punkt zu kommen nach dem kleinen Intro, eigentlich ist mein Ziel vor allen Dingen die deutschen Gebiete zu erobern. Also ich will jetzt gar nicht unbedingt hier alles im Osten, auch wenn wir immer noch im Krieg mit Russland sind, alles hier zu erobern oder zu mit in den Süden zu gehen. Deswegen gehen wir ganz kurz auf Diplomatie, weil ich glaube, Frieden schließen kann man nicht. Das finde ich auch immer ein bisschen schade bei diesen ganzen Spielen, dass man so schlecht Frieden schließen kann. Ah, man sieht sogar die Relationship. Total plus 65. Bavaria minus 10. Hat Allies, Austria, Westphalia, Württemberg. Okay, was ich aber machen wollte ist, wir sehen, mit wem wir im Krieg sind. Polen, Litauen, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Peace Treaty? LOL! LOL! Es hat einfach geklappt. Die haben noch 4 Provinzen tatsächlich insgesamt. Ja gut, unsere Armee hat sich hier jetzt ein bisschen zurückgezogen auf unsere Peace Treaty, Poland, Lithuania. Deswegen musste er sich zurückziehen. Ist jetzt aber Österreich noch im Krieg? Mit denen? Österreich? Alter, die sind ja so viel im Krieg. Die sind noch im Krieg mit Polen, Litauen, ja. Ey, wie geil ist das? Oh, das freut mich gerade so ungemein, dass das funktioniert. Ihr glaubt gar nicht, wie wichtig mir das ist, dass man nicht einfach, wie bei Medieval 2, wo ich ja gespielt habe, mit Großbritannien die oder mit England die Kampagne, war man irgendwann mit der ganzen Welt im Krieg und man konnte es quasi nicht mehr verändern. Peace Treaty? Okay. Das Ding ist, wenn wir ganz kurz gucken, nochmal, Russland hat minus 120, Polen, Litauen minus 108, aber ich denke mal, weak is power und wealth effluent oder so. Wealth is relative, bla bla. Okay, whatever. Wir sind auf jeden Fall weak und wenn wir uns Russland anschauen, die sind mighty.
Ja, die sind mighty und rich, genauso wie wir. Also deswegen wird Russland wahrscheinlich keinen Frieden machen. Das heißt, wir sollten hier auf jeden Fall im Osten weiterhin Truppen halten. Die exempten wir mal, dass wir hier nicht so viel Probleme haben. Die exempten wir mal von den Texas. Und guck mal, die polnischen Truppen sind auch raus aus unserem Territorium. Wie geil ist das denn? Ey, Leute, das macht mich gerade wirklich so glücklich. Aber wir gehen direkt mal in die nächste Runde, auch damit wir mal ein bisschen Geld haben. LOL, no way! Russland will auch Frieden, aber dafür wollen sie halt Technology, dieses Animal Husbandry, aber das waren auch nur 4 Runden. Deswegen, ich würde sagen, okay, machen wir so. Accept. Wir haben jetzt einfach auf Frieden mit Russland. Wie geil ist das denn? Dann sind wir schon in der nächsten Runde. Alter, ist hier gerade viel. Alliance broken. Oh. Ich glaube, wir haben vielleicht Österreich ein bisschen verärgert. Nee, da steht noch Allied. Breslau wurde hier fertiggestellt. Jetzt will ich aber erstmal Warschau fertig reparieren. Weil ich glaube, das kann ich mir vorstellen, macht auch noch... Was ist denn das hier? Governor's Council Building. Grand Museum wird richtig viel... richtig viel Meinung positiv machen. Wir sind noch bei minus 17. Resistance to Foreign Occupation ist halt ziemlich hoch, leider. Und das mit dieser Culture, genau. Ah, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Doch, ich glaube, es wurde in die Kommentare geschrieben, dass man diese Kultur hier... Denn hier haben wir nichts Preußisches, oder was steht da? German, genau. Haben wir nichts. Und ich glaube, es wurde gesagt, dass es halt in so Villages dann Gebäude gibt, um das so ein bisschen deutscher zu machen. Ganz simpel gesagt. Oder Tenant Farms, ja. Plus 2 Happiness macht es sogar, das wäre sehr wichtig. Müssen wir sonst noch was reparieren? Tenant Farms. Lublin wird hier mal sein. Oh, voll geil. Genau, das hat man mir gesagt. Also wir können auch die Kultur ein bisschen ändern. Russland hat jetzt keine Provinz, die direkt an uns grenzt, aber ich würde mal hier einen Spion halten. Und wir haben doch hier, hatten wir nicht irgendwo hier einen zwei... Ah, der steht hier. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen dumm von mir. Aber vielleicht hier noch einen Spion hin. Dass wir immer sehen, falls russische Einheiten zu uns stoßen wollen würden. Jetzt bin ich mal Workers on Strike Poland. Ja gut, die hassen uns halt wirklich, ne? Letter of Demands. Ah, von den Polen, genau. Russland sind jetzt in Peace. Alliance broken. United Provinces. Und Hannover. Okay, da sind es nicht wir. Westphalia und Austria. Westphalia und Savoy. Okay, wir gucken mal, was Westphalia macht. War declared. Spanien, Portugal und Westphalia. Wir haben ja gar kein Geld gemacht. Seht ihr das? Wir haben ja gar... Ah ne, wir haben ja repariert. Sorry. Mein Fehler. Wir haben ja repariert. So, und diese Armee geht weiter Richtung Westen. Die ist halt nicht mehr so groß. Jetzt bräuchten wir eigentlich hier Recruitment. Haben wir hier die Polish Line Infantry. Lol. Ach, wir haben sogar Units speziell für diese, für die jeweiligen, ja, Nationen, Provinzen. Aber wieso können wir denn hier keine, ah, wahrscheinlich, weil wir, stimmt, nee, Army Camp, da können wir doch bestimmt. Was, wieso können wir hier keine Milizen rekrutieren? Recruitment? Warte, was? Hier, Landwehrmilitia. Landwehrmilitia. Da brauchen wir ein Army Encampment. Das ist irgendwie was anderes. Hier ist nämlich ein Army Camp und hier ein Army Encampment. Oh Gott, oh Gott. Ja, dann bauen wir hier einfach Militia auf. 2 Einheiten. Dann können sich hier 2 Einheiten und diese Militia, die 3 gehen alle mal nach Polen. Und hier können wir die Truppen zusammenziehen. Und dann sehen wir uns schon in der nächsten Runde. Oh yes, Improved Gun Carriages. Wir haben die nächste Technologie. Ich vergesse das immer manchmal. East Prussia haben wir dieses Brody House fertig. Das gibt nochmal viel Happiness. Wenn man sich allgemein die Happiness anguckt, sind wir richtig gut. Außer in Polen. Aber das wird hoffentlich. Ja, doch überall Happiness. So krass. So krass schön. Total Growth this turn. Da kriegen wir irgendwo neue Villages. Man kann auch natürlich in Wismar, nice, in 4 Runden kriegen wir Wismar einfach schon hier. Weil hier Growth so gut ist. Enlightenment ist krass. Wegen Minister kriegen wir plus 5. Wir haben ja auch die einzige Universität. Es wird auch in den Kommentaren geschrieben, es hilft halt, das hier auszustellen für mehr Growth. Dass wir die Städte früh bekommen. Zum Beispiel Wismar hätten wir hier dann in 2 Runden. Aber das lohnt sich am Anfang wohl noch nicht ganz so krass. Ist dann mehr später für Scaling. Gerade wenn wir auch gut genug Geld haben. Jetzt haben wir auch ein bisschen Geld. Workers right in Poland. Population kill 1200. Ja gut, bei 2,5 Millionen, I guess.
Ist immer noch sehr negativ. Müssen wir das reparieren? Nein, jetzt kommen erstmal hier die Truppen dazu. Ja, wird schon langsam ein bisschen besser. Recruitment machen wir aber 1, 2, 3 Einheiten. Army 1, 2, 3. Einmal hier rüber. Es wird mir auch gesagt, man braucht nicht unbedingt überall so viele Einheiten. Deswegen actually würde ich 2 hier rüber schicken. Gerade in unserem Heartland, sage ich mal, brauchen wir nicht überall ganz so viele Einheiten. Was auch Sinn ergibt einfach. Also was auch einfach wirklich Sinn ergibt. Zum Beispiel hier. Diese Demi-Cannons können zum Beispiel einfach hier dazukommen. Haben wir einfach 3 Einheiten, das ist vielleicht ein bisschen viel. Ja, die schicken wir dazu. Da ist die Frage, oder doch in Brandenburg behalte ich mal, in unserer Hauptstadt behandle ich einmal Kanonen und in Königsberg auch. Aber sonst hier, es sind schon echt viele Einheiten. Die 2 können wir eigentlich auch Richtung Warschau schicken. So. Ihr tut euch mal zusammen. Im Farmland. Das ist schon eine ganz gute Armee, aber ich brauche ja eigentlich Kavallerie. Alter, können wir hier viele rekrutieren. Stimmt, die Grenadiere, ne, auch. Aber eigentlich hätte ich gerne die Kavallerie. German Mercenary Cavalry ist Heavy Cavalry. Lass mal kurz gucken. Wow, die haben ja viel mehr. Die können sogar schießen. Die haben auch Range und Accuracy, aber nicht so krass. Aber die haben viel mehr Melee Attack, mehr Charge Bonus, mehr Moral, mehr Defense. Kosten aber auch doppelt so viel, aber ganz ehrlich. Holen wir uns eine Einheit. Holen wir uns schon mal eine Einheit von. Was haben wir noch? Letter of Demands. Ja, die polnischen Leute sind nicht so geil. Recruitment. In Silesia haben wir einmal Kavallerie uns schon geholt gehabt. Das war nicht dumm. Und dann wieder nächste Runde. Ah, shit. Wir haben eine Rebellion in Polen. Was ich natürlich beim letzten Mal vergessen habe. Wir haben jetzt die ganzen Landwehr. Sind das Polish Rebels? Ja, gut. Die haben hier in Krakau, die haben die Schule kaputt gemacht. Lol, hier ist sogar ein Rebell drin. Aber cool, dass wir hier eine Schule haben. I guess, das hilft uns hier auch. Technology Points, 9 per Turn. Genau. Ja, werden wir gleich repairen. Ne, eine Sache wollte ich, ja, schaffen wir das mit Landwehreinheiten? Wie schlecht sind die denn? Die sind eigentlich voll in Ordnung, die Landwehreinheiten. Deswegen würde ich sagen, ziehe ich die hier einfach mal zusammen. Construction. Ne, was ich sagen wollte, mit der Technologie. Ich vergesse es manchmal. Jetzt machen wir jetzt schon das nächste hier, aber ich wollte ganz kurz gucken. Improved Gun Carriages. Macht die Kosten hoch, wow. Aber Movement Speed und Movement Range, oder Movement Range. Repair Cost geht runter und Rebels Recruitment of 12 Pounder Gun. Oh, interesting. 12 Pounder Gun, Recruitment. Ne, können wir nicht bauen. What? 12 Powder Gun. Vielleicht brauchen wir dafür Slow Moving. Can Hide in Woodland, ja. Wahrscheinlich brauchen wir dafür das nächste Gebäude. Warte mal. Building. Können wir nicht hier gucken? Hier. Cannon Foundry. Lol, was ist das denn? Genau, hier können wir nämlich gucken. Ja, wahrscheinlich brauchen wir das nächste Gebäude, ne? Die Mortars haben wir hier. 12 Pounder Gun, da brauchen wir sogar hier Great Arsenal. Das große Arsenal brauchen wir dafür, also das noch lange bis hin. Jetzt natürlich die Frage, die Truppen ziehen wir hier noch zusammen. Recruitment können wir immer noch nicht weitermachen. Aber hier Army, schicken wir nochmal einen hier los. Und hier auch nochmal einen. Da haben wir ja echt viele Einheiten, aber egal, scheiß drauf. Und wir sehen hier gerade, ich kann hier auch was bauen tatsächlich. Upsala. Hier kann geupgradet werden. Ah, das war, ja komm, machen wir einfach mal. Wobei, nee, das machen wir nicht. Wir upgraden hier nicht. Denn ich hätte hier ganz, 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 ganz gerne nochmal hier diese krasse Heavy Infantry, Kavallerie. Die wir hier dazu packen und wir gehen weiter Richtung Westen. Ist halt die Frage, gehen wir eher Richtung Bayern oder Richtung Hannover? Wir können mal kurz in die Diplomatie schauen. Diplomatie. Die mögen uns halt alle. Das ist halt very friendly. Haben Allies, Great Britain bei Hannover, das hatte ich mir schon gedacht. Ich glaube, wenn dann Bayern.
Die sind uns auch minus 7. Ja, doch, Bayern macht am meisten Sinn. Bayern als nächstes macht am meisten Sinn für uns. Das heißt, wir gehen hier Richtung Süden. Jetzt haben wir noch 1000 übrig. Die sind ein bisschen ein Pain, aber das machen wir alles nächste Runde. Sie haben uns angegriffen. Und tatsächlich, Reinforcing Units, haben wir hier drei Armeen. Zweimal so und einmal auch die Garnison von Warschau. Das heißt, wir haben eigentlich nur 200 Mann, aber kriegen 2000 Verstärkung. Und da gehen wir da safe rein. Also Attack. Dann hätten wir die polnischen Rebellen. Dann können wir auch die Schule wieder upgraden. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. Ich hole euch rein, wenn es losgeht. Damit ist es aufgestellt. So sieht übrigens diese Landwehrmilitia aus. Ja, sind halt, ne, Conscripts, I guess. Unsere Verstärkung. Oh, ja, man hört es. Unsere Verstärkung ist schon auf dem Weg. Und das ist halt krass mit diesen Landwehreinheiten. Das sind 210 Mann pro Einheit. Das ist natürlich schon viel. Auch die Militia. Wir haben ja zwei verschiedene Einheiten. Landwehr, Militia und Militia. Und wir haben einmal hier von der Seite, aber das dürften nur ein, zwei Einheiten sein. Ja, genau. Boah, hier ist sogar ein bisschen Dorf. Krass. Das Ding ist, die zwei Einheiten werde ich wahrscheinlich hier verschanzen müssen. Weil die feindliche Armee... Ah, die teilt sich sogar ein bisschen auf, kann es sein? Lenovia Infantry. Lanovaya. Krass. Okay, ich hole euch wieder dazu, wenn es losgeht. Die haben keine Artillerie. Let's go. So, unsere Truppen bewegen sich jetzt langsam, aber sicher. Alter, das ist einfach unsere Landwehr. Richtig viele Einheiten, ihr seht's. So, eine Double Line nach vor... Ne? Boah, der ist halt schon relativ früh da. Ja, wir müssen hier einmal kurz auf langsam gehen. Und das Ganze ein bisschen anders angehen, weil der ist viel zu früh da. Und du rennst mal nach hinten. Und die vier... Ne, die vier bitte. Kommen hier wieder hinten dran. Und jetzt bitte alle rennen. Alle schnell. Wir haben hier zwei Einheiten, die können halt ein bisschen flanken. Die hier von der Seite ein bisschen ankamen. Die sind ja ein bisschen im Dorf. Bin ich sehr gespannt, ja. Reinforcements, wichtig. Wir könnten fast sogar einen General stecken. Aber eigentlich hier von hinten zu kommen, macht schon sehr viel Sinn. Wir rennen jetzt auch mal los. Weil diese Position hier ist actually gar nicht so geil. Die ist gar nicht geil. Naja, egal. Aufstellen. Die dürften hier gleich schon schießen können, tatsächlich. Ja, da geht's los. Sie haben halt viel weniger Accuracy. Es sind deutlich schlechtere Einheiten, die wir haben. Das dürfen wir nicht vergessen. Das dürfen wir nicht vergessen. Ganz ehrlich. Boah, wie geil das gerade aussah hier. Ah, ich glaube, die merken, dass sie geflankt werden, kann es sein. Ich bleib mal hier oben stehen. Okay, die chargen uns. Dann holt ihr euch mal diese Bajonette. Ihr bitte genauso, ihr auch. Und wir rücken mit denen hier vor. Auf geht's, auf geht's. Let's go, let's go, let's go. Oh, fliehen ein paar von mir schon. Die holen sich jetzt hier die Bajonetts. Ah, ja, die sind schon wavering, paar. Aber jetzt chargen die mitten rein. Mit den Bajonetts. Ja, hier wird Feuer eröffnet. Die haben hier auch zwei feindliche Einheiten. Aber die müssen hier standhalten. Okay, die beiden Einheiten. Gehen ja auch wieder nach vorne. Let's go. Ihr beide auch. Na, wie krass schnell die fliehen. Das ist ja abnormal. Die fliehen ja alle. Die fliehen ja alle schon. Fliehen die hier schon? Nee, haben die mal fast keine Verluste gemacht. Oh Gott, oh Gott. Alter, wir sind echt keine krassen Einheiten. Was soll man dazu so noch sagen? Ihr könnt das Feuer öffnen. Ihr könnt beide einfach chargen. Könnt ihr schießen? Ja, die können schon schießen. Eigentlich wäre es vielleicht sinnvoll, die von der Seite zu chargen, actually. Ja, das Skirmish werden wir verlieren wahrscheinlich. Aber die sollen einfach durchhalten. So, die chargen hier rein. Und die drei Einheiten, die schießen können, rennen einfach hier durch. Let's go. Die sind zurückgekommen. Alter, die ganzen Charges. Es sind Human Wave Tactics. Was soll ich sagen? Aber krass, auf dieser Range halten die sich ganz in Ordnung.
Also ich guess die Einheiten von denen sind auch nicht so krass. Ja, die fliehen, oder? Ja, die kommen nicht mehr wieder. So, die sind ja auch alle geflohen. Oh, passt auf. General. Weil die können eigentlich hier hinten reinchargen. Das wäre, glaube ich, sehr effektiv. So, können die jetzt schießen? Auf geht's. Nee, okay, das hat irgendwie... Nee, 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 so. Die dürften hier gleich schießen können. Ich meine, der General, der ist ein bisschen... Keine Ahnung, was der macht. Da ist die Frage, der Charge von hinten. Mal gucken, wie effektiv der ist. Ein paar, die haben Säbel, oh mein Gott, was? Oh, nice, nicht schlecht. 15 Mann ungefähr beim Initial Charge schon. Die schießen hier von hinten. Sehr gut rein tatsächlich. Ich würde sogar sagen, die beiden. Einfach chargen. Und hier die Line groß machen. Wie sieht es hier aus? Hier stehen ein paar rum, machen gar nichts. Das können wir nicht gebrauchen. Sage ich, wie es ist. Ihr chargt auch. Alle am Chargen einfach. Also eine Salve wäre geil, aber sonst solltet ihr nicht mehr schießen eigentlich. Komm mal, eine Salve noch hier rein. Bevor unsere Mili-Leute da sind, you know. Ein Schuss. Und direkt aufhören zu schießen, bitte. Das gleiche gilt für euch. Nicht mehr schießen. Ist nur noch Friendly Fire. Und ich glaube, das war's. Jetzt können wir schnell machen. Ja, Endbattle. Nice. Heroischer Sieg sogar. Krass. Also hier haben wir echt gemacht, aber... Alter, hat man mal den Unterschied gemerkt. Ich habe noch nie mit diesen Landwehreinheiten gespielt. Diese Landwehrmilitia. Und oh mein Gott, die sind einfach noch mit 180 Mann teilweise geflohen. Krass. Also Moral natürlich extrem wichtiger Stat bei Total War immer. Unit Review. Ach, jetzt ja klar, die einzelnen Armeen. Die haben 0 Remaining. 178 Mann verloren. Das geht echt fein. Und damit haben wir jetzt auch... ja, die Runde ist vorbei, genau. Weaver's Cottage. Gibt es nochmal mehr Geld. Jetzt können wir hier auch für 780 tatsächlich die Schule reparieren. Und die Landwehreinheiten packen wir alle mal hier zusammen. Und jetzt müssen wir ein paar zusammenziehen, denn... Ah, stimmt. Und wenn man die Einheiten zusammenzieht, wurde auch noch geschrieben, da geht ein bisschen Erfahrung verloren. Das heißt, am besten immer Stufe 1 Einheiten zusammenziehen und so weiter und so fort. Ich denke mal, bei den Landwehreinheiten wird es nicht das Wichtigste sein. So, wie viel haben wir hier? 0-0. Da müssen wir gucken, dass dieses Resistance noch ein bisschen rausgeht. Aber wir haben mittlerweile echt viele Einheiten hier. Aber dadurch, dass wir das hier haben, haben wir auch viel Total Growth. Dafür, dadurch, dass die keine Steuern zahlen. Wadi Glay. Scotland und Great Britain sind im Krieg. Okay, interesting. Jetzt haben wir hier nochmal unsere Kavallerie. Jetzt könnten wir noch zwei Einheiten. Das ist halt die Frage. Wir könnten nochmal gucken. Army... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Echt, drei Artillerieeinheiten reichen. Auch Kavallerie haben wir eigentlich genug. Ich sag, wir gehen einfach nochmal mit zwei Infanterieeinheiten. Zwei Infanterieeinheiten macht Sinn, oder? Da könnten wir sogar noch Units zusammenziehen. So, den mache ich nicht mal mit weg. Drei Infanterieeinheiten würden Sinn machen. 1, 2, 3. Dauert 3 Runden, I know, aber das ist in Ordnung. Ihr geht so lange schon mal näher dahin. Und dann wieder nächste Runde, let's go. Oh mein Gott, guck mal. Die hätten gerne ein Trade Agreement. Und das Lustige ist, also das ist halt die Frage, ich glaube sogar, die würden eher profitieren als wir von dem Trade Agreement. Wobei, vielleicht auch nicht. Es ist spannend zu sehen, dass die alle die Technology haben wollen. Also ich denke mal, viel Technologie zu haben, lohnt sich ja richtig krass. Ich schaue es gleich mal. Russia will eine Military Alliance. Ja, von mir aus. Wir wollen jetzt eher gegen den Westen gehen. Hä, wie sehr mag uns denn Russland jetzt mittlerweile? Ich meine, klar, wenn man im Krieg ist, mögen die ja nicht. Das gucke ich jetzt echt nach. Einmal, wie viel Geld kriegen wir durch den Trade-Deal mit Polen-Litauen und wie sehr uns Russland mag. Okay, wir haben neue Technologie. Das machen wir, gucken wir jetzt erstmal als erstes. Denn wir haben das hier. War das Limbas? Ne, das hier haben wir. Plus 2 für Command für Military Units. Upkeep geht runter. Recruitment Cost. Nationales Prestige geht hoch. Okay. Der wird jetzt... Triangulation gibt nochmal Reloading Time. Oh mein Gott, ja, das machen die ja direkt, oder? Ne, wir machen sogar Ringbajonett. Weil dann können wir die Baracken unter anderem hoffentlich bald mal holen. Weil dann können wir halt schießen und in den Nahkampf gehen. Gleichzeitig. Und das ist echt wichtig.
Was soll ich jetzt nachgucken? Irgendwas wollte ich, also klar, mit Diplomatie, aber ich glaube, irgendwas bei Research wollte ich gerade nachgucken. Ah, genau, ich glaube, dieses Triangulation brauchen wir auch für die Straßen, die nächsten. Ja, tatsächlich. Dann können wir, Metalled Roads. Gibt es schon mal Movement Speed, mehr Prestige und mehr Wealth. Und ihr wisst, ich liebe Infrastruktur. Aller positive Trades. Wir haben einen neuen, wir haben einen Agenten, einen Gentleman. Oh, der ist gut. Den holen wir nämlich hier hin. Ne, Research soll er machen. In der Stadt. Hier ist einfach noch ein polnischer Gelehrter, I guess. Und das können wir upgraden zum College, genau. Das geht. Construction Report, die Farmlands sind in Polen alle fertig. Ist leider immer noch negativ, aber dafür geht hier ordentlich weiter. Wo war Wismar nochmal? In Brandenburg nächste Runde. Geil, da haben wir die erste neue Village. Das ist natürlich mega cool. Sonst können wir, glaube ich, nirgendwo upgraden. Wir haben noch 1000. Military Technology ist fertig. Und dann nochmal. Wir haben hier, welche Stadt ist denn das? Nürnberg? Ja, es ist tatsächlich Nürnberg. Iron Workshops. Da haben wir eine kleine Armee drin. Hier haben wir eine sehr große Armee drin. Bavarian Horse Grenadier Regiment. Sieht ja krass aus. Bavarische Kurassiere. Und hier haben wir nochmal einfach ein, zwei Einheiten. Ist es unser Typ? Ja, tatsächlich. Was haben wir hier? Coburg. Ja, wir gehen erstmal in die nächste Runde. Dann ist Wismar auch fertig. Mal gucken, was das für eine Stadt ist. Ich weiß gar nicht. Ah, doch, wir sehen Stettin, Köstlin, Wismar. Die wird dann... Oh, das wird eine Hafenstadt. Oh, bin ich sehr gespannt, was das für Trade heißt. Jetzt gucken wir kurz, ob Russland, wie sehr uns Russland mag. 33. Und dann, wie viel Geld wir bekommen durch den Handel mit Polen-Litauen. Was sind gerade das Wertvollste? Cotton. Nee, hier. Tee ist noch am wertvollsten. Krass. Tabak aber weiterhin. Nicht weiter hinten. Wir machen richtig viel Geld, by the way. Polen-Litauen 300. Ey, richtig gut. Bavaria ist halt ärgerlich. Da kriegen wir... Naja, egal. Nächste Runde. Ja, da haben wir es bekommen. New Town emerges. Wir haben genug Einwohner. Wie viele Einwohner hat die Stadt? Sehen wir nicht. Da können wir natürlich entscheiden jetzt, was das wird. Und das ist halt richtig cool. Wobei jetzt... Hier können wir jetzt keine Kohlenminen machen, logischerweise. Weil es einfach die Ressource nicht da ist. Wir machen richtig viel Geld pro Runde. Also echt ordentlich. Very poor. Growing. Wealthy. Ach, das ist ja cool. Wir können sogar sehen. High Yield bei den Farms. Okay, Town Growing. Magistrat. Gibt uns Wealth. Coaching in. Spawns Rakes. Okay, mehr Happiness. Macht klar. Religious School. Happiness for the German Culture and promotes German Culture. Das ist das, was gemeint wurde. Das ist das, was gemeint wurde in den Kommentaren. Diese Religious School. Und eine normale Schule. Und Workshops für mehr Geld. Das Ding ist, in Berlin haben wir halt 100% German, das heißt, hier brauchen wir das nicht. Aber richtig gut zu wissen. Richtig gut zu wissen. Translated Dictionary. Gehen wir kurz auf Research. Wo wären das? Hier wahrscheinlich? Nee. Hier ist das. Nee, ist auch nicht da. Ist das gleiche Symbol, aber ist was anderes. Keine Ahnung. Wait. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wenn man mehrere Schulen und Colleges, kann man die Sachen gleichzeitig researchen. Ah, und hier dauert es länger in Krakau, weil wir in Krakau, ihr seht, keine Gentlemans haben. Alter, ist das interessant. Haben wir irgendwas, was noch schnell geht? Dann machen wir hier mal die Plantation Research. Ich sag ganz ehrlich, dann machen wir hier die School wieder rein. Und hier, wir hatten noch einen Gentleman auf den Weg geschickt, ne? Hier, zack, Research. Und jetzt dauert das auch nur noch 4 Runden. Und hier nur noch 6 in Krakau. Nee, das war falsch. Aber es geht schneller. Es geht 2 Runden schneller. Okay, sorry, das ist ja mega geil. Wir können, glaube ich, nichts bauen hier. Ich gucke mir gerade ein bisschen um. Aber ich glaube, doch hier. In Gleiwitz, die Iron Workshops. Oh, gibt nochmal richtig viel Geld. Und dann würde ich sagen, wir haben die Armee schon bereit gemacht. Geht's in die nächste Runde, in der nächsten Folge. Bayern an den Kragen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Es war eine Folge des Friedens, was ich aber auch mal richtig cool fand. Wir haben uns konsolidiert. Wir haben eine neue Stadt zum ersten Mal. Es macht mir so viel Spaß. Schreibt mir gerne noch weitere Tipps. Gerne Kommentare. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.